Hi Leute, willkommen zurück in einem neuen Video. Heute werde ich mal gucken auf Noahs Kanal, weil er hat sein Video gelöscht. Sein bisher mit meist aufruftes Video auf jeden Fall. Es hatte über 5000 Aufrufe. Es war auf jeden Fall richtig stark. Ich frage mich, warum es gelöscht wurde. Vielleicht wurde es von YouTube gelöscht, vielleicht wegen Copyright oder so, Urheberrechte, dieses Gedöns ja alles. Auf jeden Fall finde ich das Video nicht mehr. Und auf Social Blade hat er jetzt eine 4 Minus, das heißt, er hat sehr großen Verlust gemacht. Das mit den Abos, ja, das war mir eigentlich schon bekannt. Ich rate dir einfach, ein bisschen aktivere Videos zu machen. Es kommt halt dann besser an bei den Zuschauern. Auf jeden Fall. Hier habe ich mich echt gewundert. Noah, bitte schreib mal den Grund in den Kommentaren, warum das Video nicht mehr existiert. Vielleicht hat es auch einen ganz einfachen Grund, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall hat es an den Tag halt über 5000 Aufrufe verloren. Das erklärt, glaube ich, die 4 Minus. Das tut mir leid für dich. Also alle von meinen Abonnenten, ihr könnt gerne bei Noah vorbeischicken, gucken, könnt ihr gerne abonnieren. Das war's auch mit diesem Video. Ich will einfach, dass ihr Noah ein bisschen unterstützt. Weil es läuft momentan nicht so Bombe. Es läuft zwar ganz gut, aber nicht mehr so wie früher, ne? Aber ihr könnt ihn gerne unterstützen, wenn ihr wollt. Ich gehe jetzt mit einem Super-Sieg. Wir gucken uns jetzt auch noch mal Silly-Statistiken an. Weil er hat irgendwie auch sehr viele Videos gelöscht. Eine 4 plus ist auch nicht gerade Bombe. Ja, hier minus 1800, das ist auch relativ viel. Also, ja. Ja. Aber da kann ich auch ein bisschen verstehen, dass er die Videos gelöscht hat. Also, es waren Livestreams. Auf jeden Fall, Leute, schaut bei Noah und Silly vorbei. Alle verlinkt. Kolinski Bukut ist auch verlinkt, ein Freund von mir. Und Marc ist auch verlinkt. Wer auch immer. Es werden viele Leute, Erik ist wahrscheinlich auch verlinkt, wenn ich es nicht vergesse, Leute. Okay, dann tschö, Leute. Danke, dass ihr reingeschaltet habt. Ciao.